Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Es tut mir echt leid zu sagen, aber ich habe das Spiel schon wieder mal eine Woche nicht... Ach, hier ist ein Survivor. Eine Woche nicht gespielt. Welcher Killer humpelt? Billy, ne? Ich glaube, es ist ein Billy gewesen, gerade da hinten. Ich habe mal wieder eine Woche nicht gespielt. Und wir haben immer noch Geburtstagsevent. Ich weiß, dass ich am Video am 15. erzählt habe, dass das Event vorbei ist. Die DVD hat natürlich noch mal eine Woche verlängert. Ich hatte es nicht so sehr gewundert, ehrlich gesagt. Aber ja, das Event ging quasi bis zum 22. Und da ich aber am 17. jetzt schon aufnehme, ist das Event noch aktiv. Ja. Und wir haben eine Nea dabei. Mit diesem neuen Neon-Outfit. Ich weiß nicht, die Haare finde ich schrecklich. Die Hose ist okay, aber das Oberteil ist auch nicht gerade so meins. Aber okay. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Hier hinten müsste Jeff irgendwo sein. Oh. Puckert recht ordentlich. Ich habe abgeschmiert. Gehen wir an unseren Jen zurück. Er hat, glaube ich, keinen Tüftler. Ja. Wow. Och, Leute, ey. Ja. Hi, DBD. Ist richtig cool aktuell. Es hat sich also die Woche, wo ich nicht gespielt habe, nichts daran geändert, dass wir hier ständig Disconnects haben. Cool, alles beim Alten. Nice. Dann gehen wir jetzt dort hinter, wo der Jen so getuckert hat, wo die Klüdi dran war. Krone nehme ich jetzt nicht mit. Ja, es gibt ein paar Punkte, aber ich habe mit allen Survivoren die Krone, denn bekommen können. Da brauche ich jetzt nicht mehr leuchtend über die Map laufen. Ansonsten weiß ich gar nicht, was ich groß erzählen soll. Joa. Ach so, doch. Und zwar hatte ich ja schon mal vor einiger Zeit gefragt, was wir denn eventuell oder was ihr denn an Challenges cool fändet. Jetzt, wo die Adept-Challenges ja alle durch sind. Und er ist immer so auf die Idee gekommen, oder es gab die Idee, eine Naked Challenge zu machen. Oder auf gut Deutsch die Naked-Eye-Herausforderung. Wir spielen quasi komplett ohne Perks. Ohne Gegenstände, ohne Zusätze. Komplett nackig. Was haltet ihr davon? Also, findet ihr das cool? Soll ich das dann auch immer richtig als Challenge ankündigen? Oder... Ja, wow, ja. Mich wundert nichts mehr bei DVD. Oder soll ich einfach so Runden ohne Perks spielen? Was findet ihr? Was haltet ihr davon? Ja oder nein? Und wie soll ich das machen? Also wieder mit so einer Übersichtsseite wie bei der Adept-Challenge am Ende? Oder nicht? Ja, ich brauche da euren Input.
Ansonsten gibt es nichts Neues. Obwohl, ich weiß gar nicht, soll nicht heute. Es ist ja, das Video kommt ja am 27.07. War nicht für den 27.07. ein DVD-Patch geplant? Ein Mid-Chapter-Patch? Oder vertue ich mich da? Ich weiß es gerade nicht. Bin ein bisschen raus. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich euch heute erzählen soll. Es ist so schlimm. Dann lasse ich halt das Totem. Schon, wie ich gleich sterbe. Jeff ist dort hinten. Er hat eine Sprengfalle dabei, glaube ich. Und eventuell hat Billy getreten, weil die Sprengfalle ist weg. Was hat die denn für ein Medikit? Die ist ja innerhalb von 2 Sekunden geheilt. Gefühlt. Hier hinten war gerade irgendwas. Und wenn wir jetzt zu zweit hier dran sitzen, könnten wir es schaffen. Der Billy ist, glaube ich, auch noch nicht so lange dabei, also als Billy. Er sägt recht wenig. Was ich verstehen kann, wenn ich Billy spiele, bin ich auch bloß ein M1-Billy. Es ist gar nicht so einfach mit der Säge tatsächlich. Nee, geht dort ran. Hier ist die Luke. Die haben wir erst schon gesehen. Bleib liegen, Jeff. Nicht, dass er mich noch sieht, wenn er dich trägt. Oh, er könnte mich sowieso sehen. Okay. Oh, bitte nicht im Keller. Wow. Dein Ernst. Okay, Jeff ist... Jeff gibt auf. Ich wollte gern durch die Luke raus, aber... Hauptsache Nea stirbt jetzt nicht auch noch. Wieder in den Keller. Was bist du denn für ein Vogel? Wow. Och Mann. Wir hatten einen Disconnect in der Runde und der Killer muss am Ende noch den im Keller campen, um den Kill zu bekommen. Ah.
Gewitter, geh weg. Mal gucken. Easy. okay. Wir sind rausgekommen, die Runde war ein bisschen öde, es tut mir leid, aber als Einstiegsrunde nach einer Woche Pause gar nicht so schlecht. Wir hatten Korrupte, der hatte Bambusel, Pop und Barbecue. Ja, vom Barbecue hat man aber nicht so viel gemerkt, aber er hat auch nicht so oft Leute aufgehangen. Ja, stimmt, und Jeff hatte tatsächlich die Minen dabei, also die Blendgranaten. Na gut. Also, danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne in den Kommentaren die Info da, was ihr von dieser Naked Challenge haltet. Ja, nein, wie soll ich das machen? Wie die Adapt Challenge? Anders? Lasst mir gerne Infos da. Bis dahin, ich danke euch fürs Zusehen. Schönen Tag noch. Adios. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.